begrüße euch alle sehr herzlich zur Pressekonferenz des RSV Frankfurt vor dem Spiel am Sonntag gegen den FC St. Pauli. Wir erwarten 7.500 bis 8.000 Zuschauer. Schiedsrichter wird sein Daniel Siebert mit den Assistenten Jan Seidel, Thorsten Braun und als vierter Offizieller wird Patrick Alt dabei sein. Und alles sportlich erfahren Sie jetzt von unserem Cheftrainer Benno Müllmann. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag zunächst einmal. Ja, ich denke, wir alle rund um den FSV sind enttäuscht, dass wir doch einen sehr schlechten Saisonstart hingelegt haben und sind enttäuscht über die Leistung, die wir bislang gebracht haben und die uns letztlich auch zu Recht da ans Ende der Tabelle geführt haben. Da führt kein Weg dran vorbei, das ist einfach Fakt. Und das ist auch nicht mehr zu ändern. Ja, aber es bringt nichts, jetzt in dieser Situation jetzt nur auf die Spieler oder auf uns alle einzuhauen, uns fertig zu machen, die Spieler als Versager, als Fehleinkäufe darzustellen und letztlich den Abstieg da irgendwo schon zu besiegeln. Genau. Das führt uns nicht weiter, aber wenn das trotzdem von außen geschieht, dann müssen wir intern einfach dagegen angehen. Dann müssen wir intern einfach doppelte Kraft entwickeln, um letztlich wieder in die Spur zu kommen. Und in dieser Situation ist es natürlich auch so, dass wir gestern natürlich auch vom Trainerteam, vom sportlichen Leiter, dass wir da Tacheles geredet haben und die Dinge auch klar angesprochen haben, die einfach gefehlt haben. Aber Fakt ist auch, wir glauben noch an die Spieler, wir glauben an die Qualität und das Können dieser Mannschaft und wir sind gefordert, ihnen zu helfen, da auch wieder hinzukommen. Und für uns, für die Mannschaft gilt es jetzt einfach, sich auch hundertprozentig auf das Spiel am Sonntag gegen St. Pauli zu fokussieren und da wieder die Leistung abzurufen, die einfach nötig ist. Ein Auftreten mit Leidenschaft, mit Kampf und einfach mit großem Engagement da auch auf den Platz zu bringen. Ja, wir sind dran, wir sind gefordert, da wieder das Umfeld zu aktivieren, wieder den Glauben da an den Klassenerhalt, dem wieder Leben zu geben. Ja, wir sind dran, wieder besser zu spielen und 90 Minuten einfach zu fighten und alles zu probieren und miteinander da unser Bestes zu geben. Ja, und das wollen wir. Wir wollen weg vom Tabellenende und wir wollen gegen St. Pauli gewinnen. Personell sieht so aus, dass der Kuska aus dem letzten Spiel heraus eine Verletzung hat, die nicht so schwerwiegend ist. Ich weiß nicht, ob er heute schon wieder ins Training voll einsteigen kann und ob sich das bis Sonntag so weit reduziert, dass er mitspielen kann. Das müssen wir mal abwarten. Der Odis soll und will heute wieder einsteigen ins Training. Auch das werden wir beobachten. Alle anderen, bis auf die Langzeitverletzten, sind dabei und die Auswahl ist gegeben. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Müllmann. Gibt es noch Fragen von eurer Seite? Der hat einen Schlag. Prellung des Fersenbeins. Der hat eine Prellung des Fersenbeines. Er hatte ein bisschen Sorge, dass unten was gerissen war oder dass der Knochen sogar, weil es wohl sehr weh tat, da angebrochen war. Aber das hat sich nicht bestätigt. Also insofern ist es bei einer Prellung des Fersenbeines geblieben. Worauf legen Sie bis Sonntag nur Wert bei den Spielern? Also bitte das Mikrofon nutzen, danke. Worauf legen Sie bis Sonntag jetzt noch Wert in der Mannschaft? Gibt es irgendwas, was Sie speziell trainieren oder irgendwas, wo Sie einen speziellen Fokus richten? Nein. Herr Müllmann, Sie sind ja ein erfahrener Trainer und ich kann mir schon vorstellen, dass die Mannschaft nach dem 4-0 schon niedergeschlagen war, geknickt war.
Wie kriegt man denn hin, die Spieler dann wieder möglichst schnell jetzt aufzurichten und ja, dass sie nach vorne blicken und wieder alles geben beim nächsten Spiel? Ja, wir sind so verfahren, dass wir gestern, was ich ja eben gesagt habe, da auch die Dinge angesprochen haben, die einfach gefehlt haben, weil es nützt ja nichts, nur immer zu streicheln und gut Wetter zu machen. Aber wir haben auch gestern schon den Ausblick gegeben und wir haben der Mannschaft das Gleiche gesagt, was ich hier auch gesagt habe und was einfach Fakt ist, dass wir an sie glauben und dass wir wissen, dass es besser geht und dass sie es umsetzen können. Ja, und das werden wir natürlich, heute geht die Ausrichtung, ab heute, morgen geht die Ausrichtung einfach auf den Gegner zu. Und da werden wir natürlich schon alle so auf die Jungs einwirken, dass sie auch von unserer Seite eine gute Leistung bringen können und dass sie in der Lage sind, St. Pauli zu schlagen. Sie verlieren ja nicht von heute auf. Wir haben halt die Situation, dass weniger an uns glauben. Da müssen wir selbst an uns glauben und dann müssen wir eben eine innere Kraft entwickeln. Und das ist gefragt, da können wir den Impuls geben, aber dann muss auch die Mannschaft das aufnehmen und dann müssen wir auch in der Gesamtheit oder werden auch wir in der Gesamtheit eine gute Leistung bringen. Es gibt anscheinend keine weiteren Fragen mehr. Dann sehen wir uns am Sonntag hier im Frankfurter Volksbankstadion. Bis dann.